Ja, um eine erfolgreiche Bar zu führen, sollte man darauf achten, dass man stets immer die gleiche Qualität anbietet, dass man halt wirklich hochwertige Spirituosen nimmt. Man sollte halt auch ganz wichtig darauf achten, dass man gutes Eis hat und halt vor allem ganz wichtig ist, frisches Obst. Ein guter Service ist, wenn man den Kunden halt schon etwas länger kennt und man hört halt, was er immer trinkt, dass man darauf vielleicht mal selbst Cocktails kreiert, die in die Geschmacksrichtung gehen, aber doch irgendwie mal was Neues ist für den Gast. Jetzt machen wir zwei wunderschöne, fruchtige, erfrischende Cocktails. So, wir brauchen dafür Crush-Eis, Apfellikör, Zitrone, Kiwi, Limette und Apfelsaft. Wird das Ganze gut durchgeschäkt. Dann haben wir Splinte geschnitten, aufgespießt, so gedreht. Kumquats, 4-5 Stück braucht man dafür. Die werden dann einfach halbiert. Ein bisschen frischen Rosmarin. Weißer Rohrzucker dazu. Das Ganze wird jetzt gut ausgedrückt. Und Crush-Eis aufgefüllt. Limette. Gin. Nächstes etwas Orangensaft noch. Das wird jetzt wieder gut durchgeschüttelt. Das wird dann mit Sprudelwasser noch aufgefüllt. So, jetzt haben wir zwei schöne, fruchtige Cocktails. Das ist genau das Richtige für den Sommer.